Tag 3. Ich lebe noch. Gestern beim Scheißen hat mich eine Schildkrötenbande überfallen und wollte mir den Schwanz abbeißen, aber ich bin noch da. Ich lebe noch. Ich musste mich jetzt tarnen, weil die suchen mich. Die verfolgen mich. Ich habe eine Jack Daniels Flasche noch dazu gefunden, habe ich direkt leer gemacht natürlich. Und wir legen los mit Stranded Deep. Ja, jetzt schön getarnt. Headset brauche ich noch dazu. Und ich bin ja, glaube ich, dabei stehen geblieben, mir ein Haus zu bauen. Ich brauche ja Schutz vor diesen Killer-Schildkröten. Das geht ja gar nicht. Die wollten mir wirklich fast einen Schwanz abbeißen. Das geht echt überhaupt nicht, sowas, ne? Die haben wahrscheinlich gedacht, oh, lecker Würstchen, kann ich essen. Aber ja, satt geworden wären sie davon eh nicht. So, beim letzten Mal habe ich einen kleinen Fehler gemacht, und zwar habe ich vergessen zu speichern. Ich habe hier schon angefangen, meine Villa zu bauen. Aber von dieser Villa ist leider nur das hier noch geblieben. Da muss ich jetzt ein bisschen nachbauen und wieder ein bisschen was machen. Oh, shit, mein Greenscreen ist nicht so gut. Aua! Ah, ja, da fahre ich mir selber über meinen scheiß Fuß, weil ich mich hinsetzen will, richtig. Ja, das fängt ja super an. Ich will im Spiel surviven, aber kann ich meinem richtigen Leben meinen Stuhl überleben. So, wir bauen das jetzt nochmal neu hier. Und zwar will ich da jetzt wieder eine schöne Treppe haben, die da hochgeht. Ne? Das will ich unbedingt haben. Dafür brauche ich meinen Hammer. Warte mal, ich habe schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Das ist echt doof. Wenn man ein paar Tage nicht mehr spielt, hat man hier alles irgendwie vergessen. So, mein Fuß tut weh, wahrscheinlich blutet er auch. Aber egal, das gehört dazu. So, was sollte ich denn jetzt bauen? Genau, ich brauche Steps. Wir brauchen Steps. Und zwar hier. Craften wir. Und hier wird der Eingang sein zu meiner Traumvilla. Mit einem Hammer wird das jetzt drauf gehämmert. Bam. Wunderbar. So, dann kann man hier hoch. Hier habe ich eine schöne Aussicht. Hier kann ich gucken, ob diese scheiß fucking Killerschildkröten wieder kommen. Und wir wieder spielen wollen. Ne? Das geht ja gar nicht. Ja, der Sonnenschock. Ich habe mir gedacht, weißt du, du bist einsam auf der Insel. Kannst du gemütlich überall einfach hinscheißen, wo du möchtest. Und ich war halt zu nah am Wasser. Ich will nicht, dass das stinkt, ich will, dass das ja wegtreibt. Da kommen die Schildkröten daher. Aber mei, passiert. So, Moment. Was muss ich jetzt hier machen? Ich brauche Walls. Genau, Walls. Ich habe gehört, dass Schildkröten nicht so gut hier Treppen hochlaufen können. Das ist natürlich ein Vorteil für mich. So, komm. Oh, warum bin ich jetzt... Ah, warte mal. Nee. Ich brauche ja erstmal noch ein bisschen hier Fläche. Ich brauche hier noch ein bisschen Fläche. Ich werde mir hier nämlich alles hinbauen, was ich möchte. Nein! Was wollte ich nicht? Moment. Alter, ich verdrück mich die ganze Zeit. Oh, mein, so seid ihr es eh gewohnt. So, Driftwood Sticks. Bam. Und Nummer 2. Das Bild, dass man immer wieder da so ins Menü rein muss, dass es irgendwie keinen Shortcut gibt, aber egal. So, hier kann ich auch noch bauen. Wunderbar. Und natürlich will ich mich auch ausbreiten. Ne? Das ist meine Insel, die gehört mir. Ich kann hier machen und bauen und tun, was ich will. So, bauen wir hier nochmal schön über den Stein drüber, bin ich hier direkt am Feuer. Dann kann ich mir schön aus dem Fenster gucken, ob das Feuer brennt, ob alles in Ordnung ist. Das ist schön. So, ich denke, das hier ist mal in Ordnung für mein Häuschen. Ah, warte mal, eigentlich könnte ich hier noch so eine Foundation dahin machen, ne? Wenn wir schon haben, dann haben wir. So, wunderbar. Hier wird mein Balkon. Hier mache ich mir einen Balkon. Wunderbar, dann kann ich auch rausgucken, ne? Könnte man eigentlich eine Foundation auf der Foundation machen? Also, dass ich so ein Zwei-Stockwerk machen kann. Das würde mich interessieren, ob das geht. Moment, kann ich denn hier noch was machen? Nö. Ich habe kein Holz mehr. Ja, wir müssen jetzt wieder ein bisschen craften gehen. Wir müssen wieder ein bisschen Holz holen. Machen wir jetzt auch. Hole ich mir direkt. Und zwar hole ich mir jetzt aber ein bisschen ein schöneres Holz. So. Moment. Weil dieses Driftwood Log ist leicht zu finden, aber sieht nicht so schön aus. Deswegen werde ich mir jetzt einfach mal eine Palme hier wedeln, kaputt machen. Ne, meine Palme werde ich nicht wedeln hier im Video, das mache ich nicht. Das gibt's nur auf YouPorn, ne? Das gibt's nur auf YouPorn, da seht ihr das, wie ich mir selber ins Gesicht mache. Okay, das ist sehr stark mal wieder. Oh, Kokosnüsse, es regnet Kokosnüsse! Wunderbar, das sind meine einzigen Freunde, ich muss denen mal endlich mal so ein Gesicht aufmalen und mit denen reden. Er hat uns ja Tom Hanks gezeigt, wie das funktioniert, wenn man alleine ist und einsam auf einer Insel. Dann musste halt ab und zu mit Inseln, mit Kokosnüsse auf der Insel reden. Nina, hör auf, mich hier zu verbessern, ja? Ja, hör auf, mich zu verbessern. Ja, lass mich doch! Die Leute sind es gewohnt, dass ich behindert bin. Du auch. So, das braucht... 10 Jahre lang braucht man, um diesen scheiß Hölzer hier kaputt zu machen. 10 fucking Jahre. Und ich bin ein Elite-Soldat, okay? Ich bin ein Elite-Soldat, da sieht man, ich habe mich hier getarnt. Voll männlich. Das ist, um meinen Biest aus mir zu erwecken, weißt du? Dann bekomme ich so voll den Drang dazu, zu überleben. Irgendwie. Finde ich voll cool. So, noch mehr Woodstickies. Ja, schön. Es ist nicht viel Action, aber ich finde es irgendwie voll interessant.
irgendwie. Keine Ahnung. Ich find's einfach cool. So. Oh! Fuck! Meine Axt ist kaputt. Ich muss eine neue bauen. Fuck me. Scheiße. An das habe ich ja nicht gedacht. An das habe ich jetzt echt nicht gedacht. Oh Mann, jetzt muss ich wieder Steine sammeln. Kann ich nicht die Steine aus meinem Kopf benutzen? Ich hole einfach die Steine aus meinem Kopf raus und dann kann ich das auch. Das ist ja kein Problem. So, Steine, Steine, Steine. Ich brauche Steine. Ich brauche ein fucking Stone Tool. Meine Fresse. Warum musst du das jetzt passieren? Habe ich nicht noch irgendwas, um irgendwas zu machen? Moment, nein. Ich verdrücke hier die ganze Zeit. Warte mal. Ah, ich habe ja noch ein Messer. Ja, mit dem Messer kann ich auch ein bisschen was machen. Ah, da war noch ein Woodstick. Yes. Gut. Warte mal, wir bauen jetzt erstmal fürs erste Mal noch ein bisschen weiter hier. Ich habe hier ja schon ein bisschen was gemacht. Das Einzige, was ich echt ein Problem habe, ist, dass ich nichts zum Trinken habe, ja? Schaut mal, trinken habe ich gar nichts. Ich verdurste. Das ist nicht gut. Ich verdurste, aber ich werde es schon überleben. Ich werde schon überleben. So, noch ein Woodstick hier noch mitgenommen, weil ich muss mir noch ein bisschen was bauen. So, ich brauche Wände. Ich brauche Wände in meiner Villa. Ich brauche unbedingt Wände, damit ich hier nicht so frei rumlaufe und mich irgendjemand sieht. Ja, wäre schön, wenn mich jemand sehen könnte, aber... Hier ist nämlich niemand. So, Hammer ausgepackt und weiter geht's. Bauen, bauen, bauen. Wo ist es? So, Foundations brauche ich nicht. Ich brauche Arches. Ja, ich mache jetzt so eine Arch. Denn mit dieser Arch, das ist mir so mein Eingang. Weißt du? Das ist hier so. Komm jetzt. Ja, seht ihr das? Da, das ist der Eingang. Wunderbar. Da brauche ich jetzt natürlich auch eine Tür. Ich verdrück mich die ganze Zeit, Alter. Das ist auch Wahnsinn. So. Ich brauche noch eine Tür. Um eine Tür zu machen, hier, Wood Door. Bam. Zack. Yay. Ich habe eine Tür zu meiner Villa. Wunderschön. Schaut mal. Jetzt können mich diese scheiß Schildkröten am Arsch lecken. So. Zu damit. Wunderschön. Wunderbar. So, weiter geht's. Ich verdrück mich schon wieder. Irgendwann werde ich es merken, wie das funktioniert. So, ich brauche jetzt Windows. Das macht man hier mit Plank Sculpts, Corrupted Scrap. Ja, man kann sich aussuchen, wie man alles baut. Mir ist es eigentlich egal. Hauptsache, ich habe hier das gebaut. Schön. So. Nein, nicht dahin. 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 Dahin, habe ich gesagt. Willst du mich verarschen? Nein. Ich will das direkt daneben haben. Oder halt hier. Hier. Warum geht das nicht? Ah, jetzt ging's. So, jetzt ging's. Wunderbar. Da habe ich jetzt auch ein Fenster. Dann kann ich mal Ausschau halten. Das ist wunderbar. Falls irgendwas passiert. Wieder falsch gedrückt. So, dann machen wir noch Walls. Jetzt machen wir noch ein paar Walls. Aber, man kann auch mit Tarp Walls machen. Steel Scraps und so weiter. Man kann sich mit allen möglichen Scheiß irgendwelche Wände bauen. Ah, da habe ich noch Plank Scraps. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann, aber werden wir gleich sehen. Mal gucken. Ich will nämlich, ehrlich gesagt ist mir egal, wie das aussieht, womit ich jetzt meine Hütte hier bastel. Das muss jetzt nicht irgendwie alles aus Holz sein oder aus das sein oder aus das sein. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, ich habe eine Hütte. Ja? Hauptsache, ich habe eine schöne Hütte mir gebastelt. So, und deswegen werde ich jetzt... Ah, da, Plank Sculpts, das ist ja das, ne? Eine Half Wall. Ja, das mache ich jetzt. Half Wall. Ich kann auch Deutsch oder Englisch. Bin voll intelligent. So, da haben wir noch nur so eine halbe. Ja, hier, wie gesagt, kommt ja mein Balkon so hin, ne? Wo man so raus kann. Brauche ich dann noch ein paar von diesen scheiß Dingern da. Warte mal, Walls. Plank Health Wall. Wood, Corrupted Scraps. Ne, das will ich dann schon einheitlich haben. Das geht nicht. So, Moment. Momentos. Ne, wisst ihr was, ich will doch alles aus Holz haben. Ist mir jetzt egal. Ist mir egal, ich geh jetzt einfach das noch weitermachen. So, Steine. Ich brauche Steine, aber erstmal müsste ich auch was trinken. Ja, ich will ja nicht verdursten. Ich will nicht verdursten. So, Kokosnuss, du bist zwar einer meiner guten Freunde, aber du musst einfach sterben, damit ich überleben kann. So ist das. Auch was Interessantes. Könntet ihr, das möchte ich jetzt wissen von euch, ja? Könntet ihr, wenn ihr irgendwo tatsächlich gestrandet werdet mit irgendwelchen fremden Menschen, keine Ahnung, und es gibt nichts zum Essen, könntet ihr, um das, damit ihr selbst überlebt, könntet ihr einen Menschen töten und ihn essen? Das sieht mich gerade. Ob ihr das könntet. Bin ich gespannt, ob ich ein paar Leute hier habe, die das könnten. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Wenn es ein Fremder ist, ja. Ist mir scheißegal. Bekommt eh keiner mit. Manche würden ja sogar Bekannte töten. Das könnte ich nicht. So. Nochmal trinken. Trink. Ah, jetzt habe ich wieder meinen Bug.
Okay, jetzt habe ich getrunken. So, drinkable Coconut. Muss auch essen. Muss essen. Komm, iss. Friss. Hau dir die Coconut rein. Was? Warum kotze ich jetzt? Warum kotze ich jetzt? Warum? Nein, warum kotze ich denn? Anscheinend mag er keine Kokosnüsse die ganze Zeit essen und trinken. Ja, würde ich auch, wenn ich immer das gleiche... Was ist denn jetzt hier? Warum kann ich nicht mal Feuer machen? Ah, dann sollte ich auch das Feuerzeug auspacken. Mach doch! Mach doch! Feuer! Jawohl. Ich muss mir Fische machen, Alter. Ich brauche was zum Essen. Das ist ja Wahnsinn. So, Fisch ist, hier habe ich da Feuer gesammelt. So, kommt. Ihr kommt jetzt schön auf den Grill. Jetzt gibt es ein leckeres Grillessen. Wunderbares Essen gibt es jetzt hier schön auf meinem neuen, mega fetten, hammer geilen Grill 10.000. Warte mal, hat er das jetzt einfach gegessen? Was? Nein, du sollst es nicht einfach essen, du sollst es da drauf... Okay, wisst ihr was, ich mache das lieber da drüben. Das funktioniert nicht, warum legt ihr das nicht einfach drauf? Leg doch den Fisch einfach... Ich habe gerade rohen Fisch gegessen, Alter. Ist ja klar, dass ich kotze. Wie geht's meiner Gesundheit? Ja, nicht so gut. Nein, es geht eigentlich. Aber ich kotze. Warum kotze ich? Fällt mir gar nicht. So. Dann mach mal halt diesen scheiß Fisch hier drauf. So. Oh, wieder schön brutzelt. Schön, das fährt mir. Wunderbar. So. Kann ich da immer nur einen drauf machen? Wieso kann ich denn das nicht hier machen, Alter? Warum? Was habe ich denn so einen scheiß Hobo-Stove? Warte mal, muss ich da vielleicht noch irgendwas craften? Sorry Leute, ich bin ja hier voll der Noob. Muss ich da vielleicht noch irgendwas craften, damit ich da diesen da benutzen kann? Was ist das? Ja, to cook multiple items. Ich kann einen Scheiß bauen, oder brauche ich da so einen Spit? Brauche ich da vielleicht wirklich einen Spit, den ich da drüber mache? Ich habe doch hier das zum drauf... Jetzt habe ich schon wieder rohen Fisch gegessen. Ja, dann kotzt dich halt voll, wenn du rohen Fisch passt schon. Das Jahrten verlangt dafür haufenweise Geld für rohen Fisch und ich kotze bei rohen Fisch. Ich bin auch behindert. Okay, Moment. Ich brauche Steine. Scheiße. Ohne Steine werde ich nicht weit kommen. Denn ich muss mir nur so eine Axt bauen. Und ohne Axt kann ich nichts abbauen. Fuck, ich glaube. Warte mal, irgendwo müssen hier doch Steine sein. Steine! Wo seid ihr? Ich glaube, ich habe mir auch wahrscheinlich die beschissenste Insel ausgesucht, die man sich aussuchen hat können. Hier ist nix. Hier ist absolut nix. Egal, ich gucke mal auf die andere Insel. Ich muss ja schon von einer zur nächsten Insel, weil ich hier schon nichts mehr habe. Wie scheiße ist denn das? Weil ich hier schon keine Steine mehr finde. Es gibt doch genug Steine. Warum mache ich die Steine einfach kaputt? Oder wenn ich schon hier bin, Moment mal, wenn ich schon hier unterwegs bin, kann ich ja gleich mein Speer rausholen. Vielleicht kann ich ja dann noch ein paar Fische mitnehmen unterwegs. Und die dann diesmal auch grillen. Kann ich noch mit dem Speer Holz kaputt machen? Nö, mit dem Speer kann man wirklich nur jagen. Ah, das brauche ich hier, diese Plank Scarps. Die brauche ich, das ist schön. Okay, schauen wir uns noch ein bisschen auf diese Insel hier um. So viel passiert ja hier nicht, aber... Ich finde es dann noch interessant. Das ist auch schön. Grafik ist schön. Die Idylle ist schön. Hauptsache die Schildkröten kommen nicht wieder, die mir den Schwanz abbeißen wollten. Dann bin ich zufrieden. Dann haben wir noch einen Tarp. Wunderbar. Ist auch schön. Dann schauen wir mal weiter. Irgendwo sind hier sicher Steine drin. In diesem Weg. Dieser Insel. Schauen wir mal. Das sieht ja wirklich gut aus im Moment. Hier sind doch überall Steine. Packt ihr doch einfach rein. Macht ihr doch kaputt. Warum kann ich nicht einfach auf Steine schlagen? Oh, Jucca, das sollte ich mitnehmen. Das brauche ich. Moment. Warum kann ich nicht einfach Steine auf Steine schlagen und Steine abbauen? Wenn ich eh schon alles abbauen kann. Warum kann ich nicht auch das abbauen? Wäre doch schön. So, hier ist ein Fibrous Plants mitgenommen. Das mache ich auch gleich, wenn ich schon da bin. Man muss sich alles sammeln. Man muss hier wirklich alles sammeln. Man muss auch Geduld haben in diesem Spiel. Ja, man muss Geduld haben, man muss chillen, man muss sein inneres Monster wecken, um zu überleben. Lustig, schön, damit. Immer noch keine Steine, Alter. Immer noch keine fucking Steine. Ja, das kann man auch gleich mitnehmen. Mann, noch ein Lustig. Laufe ich vielleicht an die ganzen Steine vorbei? Ja, ich laufe an Steinen vorbei. Schau, da haben wir sogar zwei. Wunderbar, dann kann ich mir gleich ein Stone Tool, ein Stone Dings machen. Oh, hier, da, Stone Tool. Craften. Zack. Wunderbar. Und dann kann ich mir jetzt eine Axt craften.
Ah, ich brauche wieder Lashings. Ich brauche 2 Stone Tools. Fuck. Gut, noch mehr nach Steinen suchen. Warum gibt's hier so wenig Steine, Alter? Warum? Müssten eigentlich nicht auf solchen Inseln wie hier mehr als genug Steine rumliegen. Schaut mal, hier ist ein Stein, da ist ein Stein, da ist ein Stein, da. Alle Steine. Aber ich kann den nicht nehmen. Das finde ich auch ein bisschen doof. Aber der ist auch zu einfach. Der ist auch zu einfach. Ist aber noch. Ah, ich bin voll. Super. Ich bin auch noch voll, Alter. Krabben! Tot! Tot! Ha! Die lebt noch. Die versucht langsam abzuhauen. Moment mal, aus diesen Yucca-Dingern mache ich jetzt einfach mal Lashings. So. Craften. Bam. Bam. Craften. Wunderbar. Da habe ich mehr Platz. So, da sollte ich jetzt wieder Platz haben. Kann ich eine Krabbe mitnehmen. Wunderbar. Krabby, du bist meins. Wild Potato. Brauche ich nicht. Steine, Alter. Ich brauche Steine. Hier. Schön. Da. Wunderbar. Jetzt kann ich mir ein Stone Tool machen. Boom. Lashings habe ich auch. Das heißt, ich kann mir wieder eine Axt machen. So. Yes, ich habe wieder die Axt. Wunderbar. Mit einer Axt fühlt man sich gleich viel sicherer und männlicher. Das ist doch Wahnsinn. Gut, wenn wir schon hier sind. Was ist eigentlich mit diesen Seesternen da? Mit denen kann man auch nichts machen. Die sind einfach nutzlos. Ach, wenn ihr Menschen nicht mögt, dann sagt einfach, du bist so schön wie ein Seestern. Und auch so nützlich wie ein Seestern. Für nix. Damit kann man sich nicht mal den Arsch abwischen. So, Krabbe nehme ich mit. Ich töte euch alle wieder. Ich töte wieder eure ganze Familie. Habt ihr euch hier wieder verbreitet oder was? Habt ihr euch hier wieder verbreitet? Was soll der Scheiß? Ihr Krabben fickt den ganzen Tag rum. Das ist doch Wahnsinn. So, ich gehe wieder zurück, denn mein Fisch ist fertig. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Aber gegen meinen Durst kann ich immer noch nichts machen. Ja, gegen meinen Durst kann ich ja nur Kokosnüsse essen bzw. trinken und da fange ich an zu kotzen. Ja, würde ich auch. Wenn ich 3 Tage lang nur Kokosnüsse essen und trinken würde, würde ich auch kotzen anfangen. Ganz ehrlich. Aber man muss überleben. Man muss überleben. Man hat keine Wahl. So, meine Fische sind so hoffentlich gut durch. Wir haben es jetzt schon lange irgendwie verbrannt. So, nehmen, 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 nehmen. Hätte ich nicht nehmen. Ah, kann ich nicht nehmen, weil ich voll bin. Okay, Moment. Dann das schmeißen. Dann das schmeißen. Das schmeißen. Das auch schmeißen. Das auch schmeißen. Hoppala. Das fällt jetzt alles durch die Gegend. Das ist nicht schön. Moment. So, diese ganzen Sticks auch schmeißen. So, weil hier ist ja mein Crafting-Ort. Ne? So, was kann ich noch hinfallen lassen? Gar nichts eigentlich. Kann man alles behalten. So, Fische. Den ganzen Tag war ich unterwegs. Und jetzt kann ich essen. Wunderbar. Oh ja, jetzt kotzt er nicht. Jetzt kotzt er nicht, du Sau. Kann man eigentlich Kokosnüsse da drauf machen? Nee, jetzt kotzt er schon wieder. Warum kotzt denn jetzt schon wieder, Mann? Ich habe doch den Fisch diesmal gekocht. Was geht mit dir ab? Meine Fresse. Wahrscheinlich bin ich irgendwie so voll so ein wählerischer Typ irgendwie, der irgendwie so nur so Bestes vom Besten irgendwie so ist. Der Fisch vom Grill nicht mag. So, wir bauen weiter. Hammer in der Hand. So. Und weiter wird gebaut. Und zwar mache ich mir jetzt noch so eine Wall. Und zwar so noch eine halbe. Ne? Ich will ja hier meinen Balkon machen. So, seht ihr das? Hier mache ich mein Balkonchen. Das ist wunderbar. Es ist zwar dunkel gerade, aber das ist mal wurscht. Dann ist es halt dunkel. Dann machen wir noch so eine Half-Wall. Moment. Ja, machen wir halt mit dem. Ist ja scheißegal. Ist ja wurscht. So, Hauptsache, hier habe ich jetzt so eine Art Balkon. Das ist schön. Ne? Und dann machen wir hier nochmal weiter. Bam, 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 bam. Da. Woodsticks. Wood-Wall. Bam. Und zack. Mann, sieht das nicht schön aus. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen, dann habe ich schon mein Holz, dann habe ich schon mein Haus fertig. Ja, diesen Part werde ich jetzt ein bisschen länger machen, Leute. Ist mir egal. Diesen Part werde ich jetzt so lange machen, bis ich mein Haus gebaut habe. Ja, so sieht's aus. Bis mein Haus fertig ist. Und ich würde gerne herausfinden, warum mein Charakter kotzt die ganze Zeit. Warum ich am Kotzen bin. So, wir werden jetzt mal kurz schlafen. Ja, schlafen ist wichtig. Ja, ohne Schlafen kann das größte Monster und der größte Survival Held nicht überleben. So, wie geht's mir? Gesundheitlich überhaupt nicht gut. Ich habe voll Durst. Ich muss speichern. Ich muss mich echt darum kümmern, irgendwas noch zu finden, was ich trinken kann. Denn
Ich kann nicht einfach nur da und Kokosnüsse trinken. Das sieht man ja. Kann ich nicht. Außerdem haben die auch nicht mal wirklich irgendwie viel Wasser in sich. Ist ja auch beschissen. So. Schön. Und trinken, schmeißen. So. Muss mich ganz kurz noch darum kümmern, bevor ich jetzt weitermachen kann. Ich will nicht, dass ihr hier irgendwie die ganze Zeit rumkotzt. Oder vielleicht sogar... Ich verliere auch Leben. Schaut mal, ich verliere auch Leben. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie verhindern kann, dass ich weiterhin Leben verliere. Ich glaube, ich werde hier gar nicht so lange überleben, Leute. Ich glaube, ich werde hier nicht wirklich lange überleben, wenn das so weitergeht. Dann werde ich sterben bald. Ich muss mich echt um wichtigere Dinge kümmern als um ein Haus. Ich müsste mich eigentlich um viel wichtigere Dinge kümmern, und zwar um Essen und um Trinken. Aber um mich um Trinken zu kümmern, fehlt mir ja was. Und zwar einen Water Collector brauche ich unbedingt. Nee, brauche ich gar nicht. Warte mal, was war das? Water Still. Genau, das brauche ich. Da brauche ich unbedingt ein Bucket. Ich habe kein Bucket. Ja, ohne Bucket kann ich einen Scheiß machen. Das ist natürlich scheiße. Aber ich weiß halt eben noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Ein Water Collector müsste eigentlich sogar auch gehen. Ne? Eigentlich müsste das auch gehen. Aber woher bekomme ich denn das Wasser? Also ohne Bucket komme ich sowieso nicht weit. Ohne Bucket komme ich nicht weit. Und die Zeit läuft. Ich werde das nochmal speichern. Ja? Die Zeit läuft, Freunde. Ja? Sie läuft und läuft und läuft. Aber ich werde es schaffen. So, komm. Baum kaputt. Erst baue ich meine Hütte. Bevor ich meine Hütte nicht gebaut habe, mache ich gar nichts. Bevor ich meine Hütte nicht gebaut habe, brauche ich gar nichts machen. So. Oder soll ich überhaupt? Ich weiß nicht. Ich muss unbedingt so ein scheiß Ding finden, Alter. Obwohl, eigentlich kann ich auch so überleben. Für jetzt kann ich ja mit Kokosnuss überleben und mit Fischen. Habe ich ja hier. Habe ich Hunger? Es geht. Nur von Fischen kann man sich auch nicht so super... Warte mal. Bis ich hier das gecraftet habe, kann ich mir ja Krabben auf den Grill schmeißen. So, komm, lass mich durch hier. Wo sind meine Krabben? Warte, habe ich die hier? Ja, habe ich hier. So, Moment, machen wir das kurz an hier. Oh, das Feuer ist ja aus. So, das ist aber an. So, dann hauen wir mal die Krabben hier drauf. So, kann ich da nicht mehr drauf machen? Immer nur eine? Das ist doof. Aber mich wundert, dass ich das hier nicht machen kann. Dass ich das hier nicht drauf... Aha, jetzt habe ich die Krabbe so gegessen. Dadurch geht mein Leben, glaube ich, runter. Moment. Ah, da brauche ich auch wieder Holz für. Mann, ey, dieses Spiel macht mich ein bisschen verrückt. So, komm. Baum! Du musst dran glauben. Denn wie gesagt, ich habe gesagt, in diesem Part baue ich mein Haus fertig und da baue ich auch mein Haus fertig. So ist das. So. Mal gucken, ob ich dann irgendwie so ein scheiß Bucket finde. Ich hätte echt nicht gedacht, dass mein Leben von einem Bucket abhängen würde. Von einem scheiß Kübel hängt mein Leben gerade ab. Das ist schon deprimierend irgendwie. Das ist wirklich deprimierend. Komm, hau weg die Scheiße. Auf geht's. Jawohl. Geht immerhin ein bisschen schneller diesmal. Na, ist gut. Komm schon! Oh, da muss man ja doppelt zerhacken, den ganzen Scheiß. Ich glaube, damit kann ich aber nicht alles fertig bauen. Ich glaube, damit kann ich nicht alles fertig machen. Einmal muss ich noch. Und das ist nur Log. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht. So, schauen wir mal. Aber sieht schon noch was aus. Schaut mal, da sieht schon noch was aus. Das ist schön. So, ist meine Krabbe fertig? Ist meine Krabbe fertig? Ist meine Krabbe al dente? Nee, die ist noch nicht fertig. Alte Krabben brauchen wohl 10 Jahre, bis sie fertig werden. Und Scheiß. So, Tür auf. Wunderbar. So, weiter geht's mit den Wänden. Wände. Ah, Moment. Ich muss erst den Hammer rausholen. So. Erstmal immer den Hammer rausholen. Merkt euch das. So, mich interessiert aber gerade, ob ich hier wirklich eine Foundation noch hier drauf machen kann. Nö, kann man nicht. Kann man nur einen Boden machen. Okay, gut. Warte mal. Bandage. Treat Bleeding. Ja, warum sollte ich denn bluten? Man kann hier bluten? Mach mir keine Angst, Alter. Jetzt bekomme ich sofort wieder im Kopf, wie mich diese scheiß Schildkröten hier verfolgt haben. Das geht gar nicht. So, mach drauf jetzt. Nein, nicht da. Da. Hier drauf. Ja, Mann.
Das Craften ist hier ein bisschen komisch. Mach jetzt diese scheiß Wall, Alter. Hier drauf. Hier hin. Nein, nicht dahin. Hier hin. Hier. Hier, warte mal, kann ich das von hier außen machen? Kann ich das nicht hier so machen? Ah, jetzt. So. Geht doch, Mann. Nö, nicht Foundation. Wall. Wall. So. Ist halt komisch, wenn man da halt immer gucken muss. Irgendwie macht das keinen Sinn, wo man da hinschauen muss, damit das gebaut wird. So. Alter, ohne Scheiß, wenn ich mir so eine Hütte echt mal auf einer Insel bauen könnte, ich würde dort bleiben. Ohne Scheiß. Ich würde dort bleiben. Eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, so ein Leben. So, und hier machen wir noch eine halbe. Komm, hier machen wir noch eine halbe, denn dann ist es fertig. So. Yay, ich habe meine Villa. Ich habe meine Villa gebaut. Juhu. Geiler Scheiß. Yes. Jawohl. Ich habe es geschafft. Das ist schön. Ich habe es einfach geschafft. Jetzt kann ich mir noch ein Bett machen, aber da habe ich noch nicht genug Sachen für. Gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Und nicht vergessen, kommentiert das Ganze und schreibt in den Kommentaren Hashtag Schildkröten sind blöde Wichser. Dann weiß ich, ich habe bis zu Ende geguckt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Ciao.